Herzlich willkommen zu unserem Support-Video von dem Modul InsolCut, also für die Einlagenkonstruktion. Einige Informationen vorab. Unser Handbuch zu dem Modul InsolCut gibt es online. Wenn Sie hier auf der GoTech-Seite auf Support gehen, dann in den Download-Bereich, wird man einmal weitergeleitet, und hier auf der linken Seite auf Handbücher. Hier gibt es verschiedene Module. Hier finden wir auch das Modul InsolCut. Dort ist alles nochmal haargenau beschrieben, wie das funktioniert mit den Funktionen in InsolCut. Da sind auch noch ein paar Bilder mit bei. Hier kann man sich das Ganze einmal genau anschauen. Aber auf das meiste werde ich hier in diesem Video auch eingehen. Ich starte hier in InsolCut einmal mit Analyse GBCut. Jetzt bin ich im Modul InsolCut. Hier habe ich verschiedene Bereiche, die ich einmal ganz kurz erklären möchte. Einmal habe ich meine Arbeitsfläche. Dort werden die virtuellen Einlagen dargestellt und bearbeitet. Dann habe ich hier oben einmal meine Funktionsbox. In der Funktionsbox sind alle Hilfsmittel zu finden, die zur Darstellung der Einlage dienen. Das zeige ich gleich nochmal. Der mittlere Teil ist der Bibliotheksteil. Dort ist eine Bibliothek integriert. Die Auswahl der Einlagen erfolgt über ein Listenfeld, das haben wir einmal hier, oder über ein Vorschaufenster, das haben wir hier. Ich schließe das hier oben mal wieder. Auch eigene Einlagen können hier in der Bibliothek gespeichert werden. Da wird es ein gesondertes Video zu geben. Hier werde ich gleich nochmal kurz darauf eingehen. Unterm unteren Teil habe ich meine Werkzeugbox. Hier befinden sich jetzt alle Hilfsmittel, mit denen man eine Einlage bearbeiten bzw. konstruieren kann. Ich rufe mir erstmal eine Einlage aufs Feld auf, in die Arbeitsfläche, damit man ein bisschen was sieht von den Funktionen her. Und ich fange nochmal oben in der Funktionsbox an. Hier oben sehe ich also jetzt, auf welcher Seite ich mich befinde. Ich befinde mich auf der linken Seite und habe mein Modell 213 ausgewählt. Hier habe ich einige Schalter, die ich tätigen kann. Einmal kann ich den Bildschirm längs teilen, dann wird mir hier rechte und linke Seite angezeigt. Hier habe ich jetzt nur eine linke Einlage ausgewählt. Ich kann mir den Bildschirm quer teilen, dann wird er einmal in der Queransicht angezeigt. Das sind so An- und Ausschalter. Dann kann ich mir die Einlage von innen anschauen, von außen, von oben, von unten, von vorne und von hinten. Wenn ich die Shift-Taste drücke und die linke Maus betätige, dann kann ich die Einlage hier in dieser Arbeitsfläche einmal in der 3D-Ansicht rotieren. Ich gehe mal wieder auf oben, so ist sie wieder zentriert. Diese Buttons hier bedeuten, dass ich mich in der Leistenkonstruktion befinde. Hier geht es jetzt um die Einlagenkonstruktion, also sollte Einlage aktiviert sein. Der Button CAD Plus muss gesondert erworben bzw. freigeschaltet sein und befasst sich mit der Unterseite der Einlage, also mit der Brandsohle. Mit BMP werden die eingelesenen Bilder des Fußes aus den anderen verschiedenen Modulen, die es gibt, ob es jetzt eine 2D-Messung ist oder eine 3D-Messung mit den 3D-Daten oder Trittscan, werden diese Daten auf die Einlage projiziert. Vorher muss das Bild, was ich projizieren möchte, einmal ausgewählt werden über den Button Messung. Ich betätige einmal Steuerung, bekomme jetzt ein Vorschaufenster angezeigt und muss hier eine Messung auswählen, die als Grundlage der Konstruktion dient. Ich nehme jetzt einfach mal diese 2D-Messung, sie ist jetzt aktiviert mit diesem roten Kästchen. Ich bestätige das Ganze mit OK und wenn ich jetzt BMP drücke, wird mir das Bild des Fußes hier auf die Einlage projiziert. Auch das kann ich wieder abschalten. Mit dem Button Längen wird die Bemaßung der Einlage zu- oder abgeschaltet. Bei der Bemaßung werden folgende Maße dargestellt. Einmal unsere Gesamtlänge, die Vorfußlänge, die Rückfußlänge, die Vorfußbreite und die Rückfußbreite. Das kann als Hilfe dienen, wenn man zum Beispiel eine Einlage aus einem getragenen Schuh rausnimmt
um sie dort einfach einmal nachzumessen, damit die Einlage, die man dann konstruiert und später fräst, auch wieder in den Schuh hineinpasst. Auch Längen kann ich mir hier wieder ausblenden. Die 1:1 Darstellung. Dort wird die Einlage dann 1:1 dargestellt. Voraussetzung hierfür ist eine korrekte Bildschirmkalibrierung. Das kann ich hier oben über Extras Bildschirm kalibrieren. Dann ziehe ich dieses Feld auf 10x10 cm von der äußeren Ummaßung, sage dann Kalibrierung übernehmen und die Einlage wird mir 1:1 auf dem Bildschirm dargestellt. Über den Button Gitter legt sich ein Gitternetz über die Einlage. Wenn ich jetzt nochmal Shift und linke Maustaste drücke, drehe ich das Ganze mal. Das kann als Hilfe nochmal dienen, um bessere Verformungen einfach sichtbar zu machen. Mit Klick auf den Button schalte ich Gitter wieder aus. Die Randfunktion kommt auch aus dem Modul CAD Plus. Hier ist sie aber mit aktiviert. Wenn ich jetzt nochmal die Einlage drehe, sehe ich dann, wie die Einlage aus der Fräse rauskommt. Das ist quasi eine Füllfläche, die sich zwischen Einlage und der Unterfläche bildet. Dann kann ich mir immer einmal besser vorstellen, wie die Einlage aus der Fräse kommt. Ansonsten bei dem Modul CAD Plus, also wenn beidseitig gefräst wird, kann ich mir hier das Ganze dann nochmal mit Roller anschauen und die Unterseite auch noch ein bisschen besser bearbeiten. Das war also die Funktionsbox. Im mittleren Teil haben wir unsere Bibliothek integriert. Dort kann ich mir auch einmal hier über ein Listenfeld die verschiedenen Einlagentypen anschauen, die integriert sind. Über den Button Links in die Bibliothek kann ich mir die ganzen Einlagen als Vorschau hier noch einmal anschauen. Ich kann auch auf Überblick gehen, dann werden die Einlagen so dargestellt und ich kann die Bibliothek wechseln. Wenn ich zum Beispiel mehrere Bibliotheken angelegt habe, kann ich mir die hier oben über das Listenfeld einmal aufblenden. Weitere Informationen generell, wie Einlagen eingebettet werden oder wie ich auch eine neue Bibliothek anlege, wird wie gesagt in einem gesonderten Video erklärt. Ich gehe hier wieder auf die GP-Einlagen, das ist die Bibliothek, die wir stellen. Die ist entstanden dadurch, dass wir hier Einlagen von Kunden digitalisiert haben. Sie können diese natürlich selbstständig nutzen, wenn Sie zum Beispiel sich die Einlagen mal ein bisschen drehen, dass man sie besser erkennen kann und dann hier aufs Listenfeld gehen, kann man mit den Pfeiltasten auf der Tastatur mal durch die Bibliothek scrollen und vielleicht die ein oder andere Einlage rausfräsen, die ganz interessant ist und die Sie vielleicht nutzen wollen. Wenn eine interessante Einlage dabei ist, die Sie zum Beispiel für eine gewisse Versorgung oder als Sporteinlage nutzen wollen, können Sie diese einfach unter Ihrem neuen Namen abspeichern. Das erkläre ich, wie gesagt, in einem gesonderten Video. Die Auswahl der Einlage erfolgt nach gewissen Kriterien. Standardmäßig ist eingestellt, dass wir die Einlage aus der Bibliothek nach der Messung raussuchen. Also sie wird sofort richtig gradiert nach Länge und Breite der Messung, die mir vorliegt. Hier sehen Sie ein paar mehr Möglichkeiten. Wenn es auf Originalgröße steht, zum Beispiel, wird die Einlage aus der Bibliothek geholt, wie sie original auch eingespeichert worden ist. Bei beiden Möglichkeiten haben Sie auch hier noch ein Auswahlfeld, um die Schuhgröße noch manuell einzugeben. Mit Hauptfenster wird das ganze Bild immer zentriert dargestellt. Wenn Sie zum Beispiel mal sich etwas verscrollt haben und gar nicht wissen, wie Sie denn jetzt zurückkommen, mit Hauptfenster wird das Ganze wieder auf dem Bildschirm zentriert. Auch mit dabei ist unsere Rettenfunktion. Mit der Rettenfunktion können Sie aktuelle Konstruktionen zwischenspeichern. Mit den Tasten Pfeil nach links, Pfeil nach rechts können Sie zwischen den geretteten Schritten hin und her springen. Die Funktion mit diesen Pfeilen bezieht sich aber nur auf die Veränderungen, die vorher explizit mit der Funktion Retten gesichert wurden. Dieser untere Teil ist unsere Werkzeugbox. Sie dient letztendlich für die Einlagenkonstruktion. Dort gehe ich einmal
alle Buttons einmal durch und konstruiere eine einfache Einlage. Vorher wähle ich mir natürlich die Messung aus, die ich ganz gerne als Grundlage haben möchte, und zwar mit Steuerung linker Maus auf Messung. Hier haben wir nochmal die 2D-Messung, die nehme ich jetzt als Grundlage zur Konstruktion. Mit BMP blende ich mir das Bild nochmal auf, mit Längen blende ich mir die Längen ein. Wenn ich jetzt Messung ohne Steuerung drücke, blende ich mir die blaue Umrisslinie auf, die ich vorab in der Fußmessung, das ist diese rote Linie, die gibt es in 2D sowie in 3D, die rote Umrisslinie, die den Fuß letztendlich hier einmal als visuelles Bild darstellt, mit der Ballenlinie, die ich selber angegeben habe für den Fuß, die blende ich mit diesem Button Messung auf. Ich fange einmal an mit Dimensionen. Bei Dimensionen ist es so, dass ich erstmal die Einlage, ich mache nochmal das Bild aus, dass ich die Einlage auf meine Messung schiebe, und zwar mit Steuerung linke Maus. Dabei achte ich lediglich erstmal auf diesen Punkt, das heißt, ich möchte ja im ersten Schritt die Ballenlinie auf meine Ballenlinie bringen. Ungeachtet davon, ob ich jetzt unten noch ein bisschen zu viel habe oder oben zu wenig, erstmal achte ich auf diesen Punkt der Ballenlinie. Mit Steuerung und Shift und linker Maus kann ich den Fuß noch etwas reindrehen, wenn es nötig ist. Er sitzt schon so ganz gut. Und ich gehe weiter rechts auf Ballenlinie, Steuerung, linke Maus, schiebe die Ballenlinie einmal auf meine andere Ballenlinie. Und so habe ich Vorfuß- und Rückfußverhältnis schon ganz gut aufeinander gebracht. Ich gehe weiter auf Länge. Jetzt sehe ich hier, ich habe 261 an Gesamtlänge. Das heißt, wenn ich jetzt hier unten wieder ein bisschen reinschiebe, kann ich hier oben wieder auf meine 261 runterkommen als Spitzenzugabe. Gehe weiter auf Breite. Dort, wo ich mit dem Mauszeiger bin, Steuerung linke Maus, ziehe ich ein Teil raus. Die ersten Einlagen, die man konstruiert, sind generell immer ein bisschen zu breit. Das heißt, ich muss nicht komplett auf meinen sichtbaren Bereich, auf die Fußumrandung achten, sondern der Fuß wird ja im Schuh nachher auch noch ein wenig zusammengedrückt. Im oberen Bereich, also oberhalb der Ballenlinie, habe ich das Ganze partiell, wo ich mit der Maus bin. Unterhalb der Ballenlinie habe ich es beidseitig, Steuerung, linke Maus. Wenn ich jetzt hier noch Bereiche rausziehen möchte oder Bereiche hier noch ein bisschen reinschieben möchte, gehe ich hier rechts auf Speziell, setze jetzt ein Kästchen in dem Bereich. Das setze ich auch schön großzügig. Ich zeige gleich einmal warum. Steuerung drücken, linke Maus und diesen Bereich ein bisschen rausziehen. Auf der anderen Seite das Ganze noch ein bisschen reinschieben, auch hier das Kästchen ruhig großzügig anlegen und hier noch ein wenig reinschieben. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier ein Kästchen mache und hier ein Kästchen mache und hier ein Kästchen mache, dann bekomme ich hier natürlich eine kleine Wellenform rein. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier einfach mal ein bisschen was reinschiebe, das versuche wieder rauszuschieben und setze hier wieder neue Kästchen, dann werde ich das Ganze nicht mehr hinbekommen. Das heißt, jetzt habe ich Retten gedrückt, ich gehe einen Schritt zurück und rette diesen Zustand wieder. Es ist ungefähr so wie beim Schleifen, das heißt, ich setze ein bisschen weiter oben an und höre ein bisschen weiter unten auf, damit ich einen schönen Verlauf habe. Breite ist angepasst. Weiter mit dem Button Höhe. Jetzt habe ich hier im Längsgewölbe eine Höhe von 28,9 mm. Ich kann das Ganze über Steuerung Shift noch ein bisschen verändern, wenn ich möchte. Aber ich habe diese Einlage ja ausgewählt, weil sie mir von der Form gut gefällt. Wenn Sie öfters die Höhe verändern sollten bei einer Einlage, dann sollte ich das einmal tun und die Einlage dann wieder neu abspeichern. Über den Button Sichelstellung kann ich hier ein Kästchen setzen. Ich drücke nochmal Retten und kann dann hier eine Sichelstellung in diese Einlage hineinbringen. Jetzt habe ich die Dimensionen angepasst, also die Position richtig gesetzt, die Ballenlinie, Länge und Breite. Ich gehe nochmal zurück zum Hauptfenster, betätige dann nochmal Retten zur Sicherheit
und gehe dann weiter zum nächsten Schritt. Bei 3D würde es sich jetzt empfehlen, Seite zu kopieren, weil ich die äußeren Dimensionen angepasst habe. Bei 2D würde ich die Einlage erst kopieren, wenn ich vielleicht auch das ein oder andere Modell gesetzt habe, wenn ich eine Verformung noch hineingebracht habe und Materialstärke. Hier bei 2D kopieren wir also später. Ich gehe weiter zu Modelle. Auch hier haben wir eine Modellbibliothek angelegt, die Sie bei Auslieferung bekommen. Hier gibt es sehr viele Modelle, die Sie auch gerne einmal ausprobieren können und einmal durchschauen sollten. Wenn wir jetzt einfach mal die Pelotonieren nehmen, ich nehme mal das BMP dazu, dann kann ich es mit Steuerung verschieben, mit Shift, linke Maus natürlich immer mit dabei, kann ich das Ganze in den äußeren Dimensionen verändern, also wenn ich nach oben und unten die Maus ziehe in der Länge, wenn ich nach rechts oder links gehe in der Breite und wenn ich das Ganze gleichzeitig mache, also die Maus diagonal bewege, ändere ich die kompletten Dimensionen des Modells. Wenn mir die Form des Modells überhaupt nicht gefällt, kann ich natürlich erstmal nach einem anderen Modell schauen, es sind ja einige mit dabei, oder ich gehe hier auf Formen, habe ich die Möglichkeit, hier mit Steuerung und linker Maustaste zum Beispiel den höchsten Punkt noch ein wenig zu verschieben, der jetzt hier 5 mm ist, oder ich nehme die äußere Form hier und ziehe meine Punkte noch so, wie ich das Modell haben muss. Auch das Modell kann ich dann nachher wieder in die Bibliothek abspeichern unter eigenem Namen, aber das zeige ich dann nochmal gesondert. Mit der Funktion Speziell, die jetzt seit der Version 6.3 dazugekommen ist, habe ich die Möglichkeit, auf der Oberfläche eines Modells mit der linken Maus ein Kästchen zu ziehen und dann mit Steuerung und linker Maus dieses Modell zum Beispiel wie hier noch ein bisschen weiter nach unten zu ziehen und das Modell von der Gesamtform innerhalb dieses Kästchens zu verändern. Ich zeige es nochmal kurz anhand eines anderen Modells, zum Beispiel hier mit einer Fersenschale. Hier habe ich die Möglichkeit, das Modell mit Speziell einmal hier anzufassen und zu sagen, ich möchte gerne mit Steuerung und linker Maus diesen Bereich einfach noch ein bisschen weiter rausziehen. Geht auch überhalb des Kästchens. Eine andere Möglichkeit, ich lösche das aktivierte Modell und dies hier auch nochmal kurz. Eine andere Möglichkeit, zum Beispiel mit einer Stufenpelotte kann ich einen Verlauf noch ein wenig verändern. Alles nur im Minimalbereich natürlich. Aber wenn ich jetzt hier ein Kästchen setze und sage mit Steuerung, ich möchte hier noch ein bisschen weiter rausgehen, kann ich das Modell hier noch ein wenig verändern oder auf dieser Seite hier noch ein bisschen raus, kann ich das mit Steuerung und linker Maus innerhalb des Kästchens anpacken und noch ein wenig ziehen. Eine andere Möglichkeit ist, wenn ich die Oberfläche auch in ihrer Höhe noch verändern möchte und hier ein Kästchen setze, kann ich jetzt zum Beispiel hier mit Steuerung linker Maus diesen grünen Punkt setzen und wenn ich mal von vorne schaue, kann ich hier an diesem grünen Punkt mit O auf der Tastatur 1, 2, 3 mm das Ganze noch hier in diesem Bereich anheben. Auch das Modell nehme ich nochmal eben raus. Wir nehmen nochmal unsere Pelotoniere. Hier habe ich die Möglichkeit, die Höhe anzugeben und gehe mit dem ganzen Modell mal auf 4 mm. Bestätige mit Höhe und dann ist dieser Punkt hier 4 mm hoch. Das Häkchen Kanten glätten sagt nochmal aus, dass es beim Fräsen werden die Übergänge zur Einlage noch ein bisschen geglättet. Wenn ich zum Beispiel sensomotorische Einlagen konstruiere, dann könnte man dieses Häkchen rausnehmen, dann werden die Modelle noch ein bisschen scharfkantiger. Über alle Zeigen werden alle Modelle, die auf der Einlage sind, einmal markiert. Und mit Stapeln habe ich die Möglichkeit, die Modelleigenschaften für mehrere Modelle noch einmal zu verändern. Ich zeige es mal kurz und setze hier noch ein Modell dazu, zum Beispiel mein Lateral. Wenn ich die beiden Modelle jetzt mir so anschaue, dann sehe ich bei Stapeln, ich stapel die Modelle aufeinander.
meine Pilotte ist ja jetzt 4 mm hoch und das Lateral, was ich hier gesetzt habe, ist 6 mm hoch. Das heißt, das Lateral überdeckt die Pilotte, es wird quasi drauf gestapelt. Wenn ich Stapeln ausmache, sieht man, dass hier der Verlauf noch etwas anders ist. So kann ich zum Beispiel bei sensomotorischen Einlagen, wenn Modelle ineinander verlaufen, mit diesem Button Stapeln das Ganze noch ein wenig verändern. In die Oberfläche einbetten der Button ist dazu gedacht, ich zeige es mal ganz kurz, wenn ich Rettenfeuer drücke, wenn ich dieses Modell in die Oberfläche einbette, dann wird es fest mit der Einlage verbunden. Das heißt, dann hat kein anderer Kollege mehr die Möglichkeit, dieses Modell in ihrer Position oder Höhe zu verändern. Sollte eigentlich in der Regel nicht unbedingt immer benutzt werden. Ich gehe jetzt mal einen Schritt zurück und mein Modell ist jetzt wieder bewegbar und auch in der Höhe veränderbar. Zu den Modellen sei noch gesagt, alle Modelle, die ich nach oben setzen kann, also positiv, die Modelle kann ich auch nach unten setzen, zum Beispiel, wenn ich hier ein Lateral mal nehme und hier zum Beispiel ein C etwas tiefer legen möchte im Bereich, mit Shift die Dimensionen anpassen, mit Steuerung das Ganze verschieben, wenn ich es noch ein bisschen drehen möchte, Steuerung und Shift. Und dann kann ich hier in diesem Bereich sagen, ich möchte nicht 6 mm nach oben, sondern ich möchte 6 mm nach unten, also einmal Minus, auf Höhe bestätigen. Und wenn ich das Ganze dann drehe, sehe ich, dass ich diesen Bereich hier unten tiefer gelegt habe. Also alle Modelle kann man auch negativ nach unten setzen. Und setze nochmal meine Pilotte Niere mit Hilfe des Bildes. Setze sie mal hierher. 5 mm, die lasse ich jetzt mal. Schaue mir das Ganze mal ohne Bild an. Rotiere das Ganze mal mit der Shift-Taste. Na, sie könnte vielleicht noch ein bisschen höher. Dann setze ich sie mal auf 6 mm mit Höhe bestätigen. So lasse ich das Modell jetzt einmal in der Einlage. Hauptfenster retten. Das waren die Modelle. Ich gehe weiter mit Formen. Bei Formen habe ich die Möglichkeit, verschiedene Dinge an der Sohle zu verändern. Supination, Pronation, eine Innenranderhöhung, Außenranderhöhung oder an der Fersenschale einige Veränderungen zu machen. Zwei Dinge zu Formen Sohle. Wenn ich zum Beispiel hier von der Form her eine Spitzenform habe, die ich zum Beispiel ein bisschen mehr Richtung Finform haben möchte, habe ich hier die Möglichkeit, ein Kästchen zu setzen, mit Steuerung linke Maus einen grünen Punkt zu setzen und dann mit I für innen hier meinen Spitzenverlauf noch ein wenig zu ändern. Ich gehe mal nach außen, auch hier mache ich mal einen Angriffspunkt auf dieser Seite, ziehe das Ganze auch hier mal nach außen und so habe ich die Möglichkeit, für diese Spitzenform noch ein wenig die Einlagenform zu ändern, sie noch etwas breiter zu machen in der Spitze. Das ist eine Möglichkeit bei Formensohle. Wenn ich jetzt sage, ich möchte hier im Längsgewölbe noch ein bisschen mehr Unterstützung haben, dann kann ich im Längsgewölbe ein Kästchen setzen. Dann setze ich den grünen Punkt mit Steuerung, linker Maus, hier außen an die Seite, wenn ich hier den Rand hochheben möchte. Ich schaue mal von vorne. Gehe ich mit O 1 mm jeweils nach oben, 1, 2, 3 mm. Ich gehe nochmal einen Schritt zurück, schaue nochmal von oben. Wenn ich jetzt den Punkt ein bisschen weiter in die Einlage setze, habe ich innerhalb des roten Kästchens an diesem grünen Punkt 100%. Nach außen hin wird es weniger. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal von vorne schaue und nochmal O drücke, mal vorher einmal retten, dann habe ich, wenn ich das ganz extrem betreibe, an diesem Punkt, wo ich den grünen Punkt gesetzt habe, 100%. Das heißt, hier entsteht dann eine kleine Wölbung, die dann, je nachdem, wie weit ich das Ganze hochziehe, immer kräftiger wird. Und hier nicht so viel. Ich gehe wieder einen Schritt zurück. Über die Tastatur habe ich also die Möglichkeit, an einem grünen Punkt
Dinge runterzuziehen, nach vorne zu ziehen, zur Seite zu ziehen, innerhalb dieses roten Kästchens. Ich zeige es einmal in der Ferse. Wenn ich hier ein Kästchen an der Ferse setze, hier habe ich meine 100%. Dann habe ich die Möglichkeit, ich schaue mal von hinten, an diesem grünen Punkt nach unten zu ziehen, 1 mm pro Tastendruck. Jetzt kann ich an diesem Punkt das Ganze auch noch nach außen ziehen. Ich drücke jetzt A auf der Computertastatur oder wieder nach innen. Und wenn ich jetzt mal von der Seite schaue, kann ich hier auch noch an diesem grünen Punkt das Ganze nach vorne oder nach hinten ziehen. Ich habe also die Möglichkeit, mit Sohle mir freie Bereiche zu definieren und an diesen Bereichen mit einem grünen Punkt zu ziehen. Bei Supination, Pronation muss ich auch hier ein Kästchen setzen, von vorne oder von hinten, entweder über die ganze Einlage oder von hinten nur bis zur Ballenlinie beispielsweise. Und eine Änderung führe ich auch hervor, wenn ich von hinten mal schaue, sieht man es ein bisschen besser. Wenn ich jetzt auf der Tastatur O drücke, der vordere Bereich bleibt stehen, denn dort habe ich ja mit meinem Kästchen geendet, kann ich hier eine Supination oder eine Pronation durchführen. Das Kästchen setze ich, wie gesagt, von vorne oder von hinten bis zu einem gewissen Punkt oder über die ganze Einlage. Sie müssen dann auch nicht immer von vorne oder von hinten schauen, wenn Sie jetzt sagen, Sie möchten eine Pronation bis zur Ballenlinie machen, über 2 mm, dann machen Sie diese mit dem Tastendruck und dann haben Sie eine Pronation oder Supination gemacht. Innenrand- oder Außenranderhöhung, auch hier gilt, ich setze ein Kästchen mit einem grünen Punkt, gehe mal nach O wie oben und ziehe hier den Innenrand bzw. den Außenrand nach oben. Kästchen setzen, grüner Punkt, O und die Änderung findet statt. Fersenschale, Rand, auch hier setze ich ein Kästchen, die Fersenschale, setze hier meinen grünen Punkt mit Steuerung und linker Maus und nehme jetzt hier O 1 mm, 2 mm, 3 mm, je nachdem, wie hoch ich das Ganze ziehen möchte. Bei Fersenschale Rand ziehe ich wirklich nur den Rand hoch. Ich mache es nochmal ein bisschen extremer. Bei Fersenschale Gesamt, ich gehe wieder einen Schritt zurück, lasse das Ganze in dieser Einstellung, gehe nochmal nach oben und man sieht auch an diesem Punkt dann, ich ziehe die Fersenschale komplett mit hoch. Gehe wieder einen Schritt zurück und dann kann ich hier bei Formen noch die Spitzenschalenfunktion zeigen. Was passiert? Es wird vorne eine Spitzenschale angesetzt. Ich kann dann nochmal drauf drücken. Je Tastendruck habe ich hier 3 mm. Wird mir hier eine Spitzenschale vorne rangesetzt. Das war Formen. Also bei Formen immer ein Kästchen setzen mit einem grünen Punkt. Ich gehe wieder zurück auf Hauptfenster. Weiter geht es mit Materialstärke. Wenn ich noch Material zugeben möchte, also all das, was dann unter der Einlage ist, kann ich hier auf der rechten Seite mal beispielsweise 4 mm bei Ballen eintragen. Wenn ich dann auf Anpassen drücke, sehe ich mal, was mit der ganzen Einlage passiert. Sie wird komplett nach oben gesetzt. Wenn ich jetzt sage, ich möchte in der Balle aber mehr oder weniger haben, kann ich natürlich hier in die Bereiche reingehen, die Werte eintippen, über Anpassen das Ganze bestätigen und dann wird die Einlage hier in ihrer Materialstärke noch verändert. Wenn ich später noch Deckmaterial aufbringen möchte auf diese Einlage, Leder, Mikrofaser, dann kann ich hier die Stärke des Deckmaterials eingeben, beispielsweise 1 mm, und über Deckmaterial bestätigen. Was passiert mit der Einlage? Sie wird von ihrer Gesamtoberfläche um 1 mm runtergerechnet, dass ich dann später wieder auf meine Originalmaße komme. Jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich Materialstärke eingegeben habe. Ich habe ein Modell eingebettet. Jetzt kann ich hier sagen, Seite kopieren. Ich schaue mal in der
im Längsbild, Seite kopieren und diese Einlage wird mir 1:1 auf die andere Seite übertragen. Und jetzt habe ich hier die Möglichkeit, diese Seite noch zu bearbeiten oder noch ein Modell mit hineinzubringen. Zum Beispiel einfach nochmal unser Lateral, ich das jetzt zur Versteifung noch hier unten mit aufbringen möchte. Und dann habe ich das noch anders konstruiert und mir zurechtgesetzt und eingebettet. Ich drücke jetzt mal Shift, um das Ganze zu drehen. Wenn ich jetzt sage, das Modell möchte ich auch auf der anderen Seite haben, kann ich hier einfach über Kopieren mir das Ganze hier auf die andere Seite holen. Ich lösche die Modelle mal wieder raus, die möchte ich jetzt hier nicht haben. Gehe wieder auf Hauptfenster und sage dann als letzten Schritt, ich möchte hier die Datei fräsen. Jetzt wird mir ein Fenster angezeigt. Das Fenster sagt mir hier, welche Materialien möchte ich ganz gerne benutzen. Die Materialien selber können Sie hier selbst eintragen. Hier kann ich noch angeben, ob das Ganze noch bezogen wird mit einem Material, wie ich gerne möchte, dass es gefräst wird. Und Priorität Express bitte, weil der Kunde kommt in zwei Stunden wieder. Dies sind Informationen, die ich an den Kollegen weitergebe, der an der Fräse steht. Das heißt, es sagt noch nichts darüber aus, wie die Einlage letztendlich an der Fräsmaschine gefräst wird, sondern hiermit sagt man nur dem Kollegen an der Fräsmaschine, wie er das Ganze hier bedienen soll. Ich drücke einmal auf OK und das Ganze wird dann dementsprechend auf dem Server oder lokal auf dem Rechner gespeichert, je nachdem, wie Ihr System eingerichtet ist. Das soweit zur InsoldCAD-Konstruktion. Wie schon gesagt, auf der Homepage gibt es das Ganze als Online-Handbuch und auf unserem YouTube-Channel, auch den zeige ich nochmal ganz kurz. Also bei uns hier oben auf der Seite gibt es einen YouTube-Link, dem kann ich folgen. Hier gibt es erstmal unsere normalen Produktvideos. Wenn ich hier auf GoTec Hilfen oben rechts gehe, dann sehe ich hier diverse Hilfen zur Einlagenkonstruktion. Also, wie modelliere ich ein eigenes Modell oder hier eine neue Funktion mit Modellen und Höhenpunkten, sowie in der 3D-Bearbeitung unsere neue Randbearbeitung und so weiter und so weiter. Es wird also weiter immer neue Hilfen geben als Video. Sie können hin und wieder einfach mal auf diesen YouTube-Channel zurückgreifen und da mal schauen, ob es etwas Neues gibt. Auch für die neuen Softwarestände wird es da dann immer kleine Videos und Neuerungen zu finden geben. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald!